Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist Sonntag und ihr wisst, was es bedeutet. Sonntags reden wir immer über... Nein, so ist das nicht. Das wird mir immer nachgesagt, dass wir sonntags immer über so eine versexten Themen sprechen. Das stimmt aber gar nicht. Aber heute stimmt das schon. Also, naja, was soll's. Heute reden wir über das Thema aktiv oder passiv, beziehungsweise der Irrglaube, der oft dahinter steckt. Ich hoffe, dass wir damit heute so einige Sachen aufklären können, beziehungsweise wenn wir über das Thema aktiv und passiv sprechen, dass wir damit doch mal wirklich gegen Vorurteile aufräumen. Genau, das wäre sehr wichtig an dieser Stelle. Herzlich willkommen zur Gay Talk Session 2. Ich freue mich, dass wir in die zweite Runde gehen und wir, glaube ich, ganz, ganz viele tolle, kritische Themen zukünftig besprechen werden. Aus diesem Grund würde ich sagen, ich quatsche gar nicht mehr so lange und wir starten sofort mit dem Video und los! Ja, das Thema aktiv und passiv. Also, ich weiß nicht, inwieweit ich das noch groß erklären muss. Ich versuche es ganz einfach zu erklären für die Leute, die vielleicht noch etwas jünger sind und noch nicht so richtig wissen, was aktiv und passiv bedeutet. Also, im homosexuellen Sex reden wir von einem aktiven bzw. von einem passiven Part. Was bedeutet das? Ja, was sage ich? Der Aktive ist der Angler und der Passive ist der Teich? Der Passive ist die Blume und der Aktive ist die Biene? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ich brauchte auch gar nicht so viel drumherum reden. Auf jeden Fall möchte ich ganz zu Anfang des Videos erstmal etwas klarstellen. Es gibt ja immer so dieses Bild, was man hat, so dieses aktiv, passiv. Aktiv, passiv. Aktiv, passiv. Also in dieser Beschreibung dieses aktiv- und passivseins gibt es immer einen starken, großen, muskulösen bzw. dominanten Part, der automatisch den aktiven Part verkörpert und der arme, kleine, schwache, zierliche ist immer der passive. Alle, die das glauben, können sich eins hinter die Ohren schreiben. Es stimmt nicht. Natürlich gibt es auch andere Fälle, wo das auch genauso zutrifft. Ja, aber die große breite Masse ist ganz klar, es ist einfach nicht richtig und es ist einfach so ein falsches Bild. Man wird ja nicht nur, wenn man klein und zierlich ist, auch als passiver Homosexueller geboren. Beziehungsweise man wird ja auch nicht als aktiver Homosexueller geboren, wenn man groß und muskulös ist. Ihr versteht, was ich meine, ne? Es ist halt einfach so ein beschämendes Fremdbild, was so viele Leute da draußen haben, was ich an dieser Stelle ganz klar sagen möchte. Es ist einfach nicht so. Es gibt ganz, ganz viele Homosexuelle, die den aktiven und den passiven Part verkörpern, einfach weil es eine Leidenschaft ist, weil es ihnen gefällt und nicht aufgrund einer Körperstruktur. Mir persönlich geht dieses Bild auch ziemlich auf die Nerven, dass Leute behaupten, okay, der ist bestimmt der Aktive, der ist bestimmt der Passive. Und dann musst du einfach mal fragen, ja, warum glaubst du das denn? Und dann bekommst du halt immer so die Antwort, naja, guck mal, der sieht doch viel männlicher aus, der ist ja viel größer, der hat ja den Bart zum Beispiel. Ich denke mir dann immer so, ja, aber sagt ein Bart jetzt unbedingt aus, dass du aktiv oder passiv bist? Und sagt ein Kleidungsstil das aus? Also ich meine, wenn wir mal das Thema aktiv und passiv ganz genau durchleuchten, dann ist es ja einfach nur eine sexuelle Neigung, die man gerne verkörpert und die einem gefällt. Und das, dieses sexuelle Verlangen entwickelt sich ja über einen längeren Zeitraum. Man muss ja auch Sachen ausprobieren und man wird ja nicht mit seiner sexuellen Vorliebe geboren. Es ist ja eine Sache, die sich durch Erfahrungen entwickelt. Und ich finde, das müssen viele Leute erstmal verstehen und aufhören, in Schubladen Leute zu stecken. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde diese Frage, wenn man neue Leute kennenlernt und man als schwules Pärchen auftritt und sie fragen einfach, ja, wer ist denn von euch der Mann oder die Frau in der Partnerschaft? Ganz ehrlich, das sind so Fragen, wem gehen die denn etwas an? Beziehungsweise, warum muss diese Frage so interessant sein? Was bringt es dir da draußen, der diese Frage stellt, ob du weißt, dass all diese Rollenverteilung in der homosexuellen Partnerschaft, wenn es denn überhaupt eine gibt, ja, warum die so dich interessiert? Es gibt viel interessantere Dinge, die einen Menschen ausmachen, als seine Rollenverteilung in einer homosexuellen Beziehung. Außerdem, was wir hier auch ganz, ganz klar trennen müssen, ist halt auch dieser Gedanke, es gibt nur den aktiven oder es gibt nur den passiven Part. Warum? Also, warum sollte es in einer homosexuellen Partnerschaft oder beim homosexuellen Sex? Ja, warum sollte es beim schwulen Sex einen Unterschied so geben? Warum können es nicht Männer sein, die beides schön finden, die beides genießen? Ihr versteht, was ich meine. Also es muss doch nicht darauf hinauslaufen, dass es immer einen aktiven und einen passiven Part gibt. Und ich möchte einfach nur eins da draußen sagen, wenn du jetzt ein ganz junger Mensch bist oder ein Mensch, der sich gerade in seinem Coming-out befindet, in seiner Selbstfindungsphase,
mach dir bitte, bitte da draußen keinen Stress. Du brauchst nicht zu wissen, ob du aktiv oder passiv bist. Wenn du auch zum Beispiel noch nie Sex hattest, das kannst du doch auch gar nicht wissen und das brauchst du auch noch gar nicht zu wissen. Es gibt Menschen, die, keine Ahnung, 20 Jahre rein aktiv waren, aber irgendwann festgestellt haben, es gefällt ihnen dann doch nicht mehr so und sind dann lieber passiv. Also du hast ja nicht den Stempel aktiv auf der Stirn und dann musst du es immer sein. Und dasselbe gilt natürlich auch für den passiven Part. Ich kann an dieser Stelle auch nur sagen, wenn man sich auf eine Sache festlegt, dann verliert man ja vielleicht auch Erfahrungen bzw. Gefühle, die man nie erlebt sonst hätte. Und dann verzichtet man vielleicht auf eine ganz große Sache. Und ich meine, ich habe immer gedacht, dass ich Lakritze nicht mag. Und ich habe Lakritze probiert und es war eigentlich ganz okay. Also ich meine, natürlich ist homosexueller Sex keine Lakritze, aber es ist trotzdem etwas, was du nicht von vornherein weißt und was du nicht von vornherein ausschließen kannst. Du kannst natürlich die Vorstellungen haben, du kannst Fantasie haben und diese Vorstellungen und Fantasien prägen natürlich auch so dein Anschauungsbild. Das ist auch völlig okay und das will ich hier niemandem absprechen. Aber was ich definitiv jedem abspreche, ist zu bevorurteilen, zu sagen, hey, du bist aktiv, du bist passiv, dich will ich erst gar nicht kennenlernen, weil du könntest ja aktiv sein. In dieser schwulen Dating-Szene passiert das Tatsache sogar ganz oft und um dieses ein bisschen zu verhindern, sind die meisten Profile so aufgebaut, dass die sexuelle Rollenverteilung schon drinsteht im Profil, was aber auch sehr grenzwertig ist, weil damit legst du ja schon automatisch eine gewisse Rollenverteilung fest, beziehungsweise du hast dann den Status aktiv und wenn ein anderer aktiv dich jetzt findet und sieht, dass du auch aktiv bist, dann wird es vermutlich hier gar kein Kennenlernen stattfinden und man verzichtet auf die Möglichkeit, vielleicht auch etwas Neues zu empfinden und vielleicht sich genau bei diesem Mann auch als Passiver hingeben zu können. Also ich glaube, ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Ich will halt einfach ganz klar sagen, es gibt kein hundertprozentig aktiv und passiv. Und es gibt irgendwann den Status, den man erreicht hat, dass man sagen kann, ich möchte nur aktiv oder ich möchte nur passiv sein. Das ist dann aber auch okay. Dieser Prozess ist ja dann auf Erfahrungen gereift und das ist dann auch völlig in Ordnung. Es gibt natürlich die Ausnahmen, dass aus irgendwelchen anatomischen Gründen es vielleicht nicht so funktioniert. Das ist aber nicht der Regelfall. Also ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, schminkt euch dieses Aktiv-Passiv-Denken ein für alle Mal ab, so ist das nicht richtig. Jedenfalls, um meine kleine Meinung so ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich natürlich euch auch auf Instagram gefragt, wie steht ihr eigentlich zu diesem Thema Aktiv-Passiv, sexuelle Rollenverteilung in einer schwulen Partnerschaft und ich war nicht unbedingt überrascht, wie das Ergebnis ausgefallen ist, aber es unterstreicht so ein bisschen meine Meinung. Also die erste Frage, die ich gestellt hatte, war, ist eine feste Rollenverteilung für dich wichtig? Und 21% sagen nur ja, während 79% einfach mal nein sagen. So, jetzt kannst du dir das mal auf der Zunge zergehen lassen. 79%, also 79% sagen einfach eine Rollenverteilung bei uns? Nee, das muss gar nicht sein. Dann habe ich natürlich angesprochen, dass man ja nicht von vornherein weiß, ob was man gern hat, beziehungsweise dass man nicht von vornherein weiß, welche Rollenverteilung man inne hat. Ja? Und hier habe ich auch die Frage gestellt, wusstest du schon immer, welchen Part du in einer sexuellen Situation übernehmen wirst. Und nur 45% wussten das schon immer, während 55% sagen, nein, ich wusste es halt nicht immer und ich musste mich erstmal ausprobieren und das ist doch erstmal schon eine coole Sache. Und eine Frage, die ich so, so wichtig empfinde und die dieses ganze Konzept aktiv und passiv nochmal komplett zerstört, ist die Frage, würdest du für deinen Traummann etwas Neues ausprobieren? Das heißt also, wenn man ja aktiv oder passiv geboren ist, dann ist man da ja erstmal gefangen, wenn das ja so sein muss und 92% sagen, ja, ich würde sogar von meiner festen, aktiven oder passiven Rolle weggehen, wenn ich meinen Traummann kennenlerne, ja, während nur 8% sagen, nö, mache ich nicht. Aber trotzdem, 92%, das ist eine so große Gruppe und ich sag mir halt einfach so, ja, und genau so ist das. Man kann einfach sich nicht als rein aktiv oder passiv für immer bezeichnen. Man weiß nicht, was kommt, man weiß nicht, wie man kennenlernt und an dieser Stelle ist es mir ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Vorurteil so ein bisschen besprochen haben, dass wir es ein bisschen gelüftet haben, beziehungsweise, dass wir dieses Vorurteil zerstört haben. Ich fragte noch bei dieser Umfrage, ob es noch irgendwas gibt, was du da draußen zu diesem Thema sagen möchtest und ich habe jetzt hier einfach mal so die drei Antworten rausgesucht, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Wichtig ist, dass man sich wohl und geborgen fühlt, dann kann man sich fallen lassen und auch genießen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, das stimmt zu 100%. Der andere sagt, warum muss es unterschiedliche Parts geben? Ich bin ein männlicher Mann und stehe auf solche. Ja, ich meine, es gibt nur Männer und es gibt nur Frauen. Und die andere Nachricht, die ich bekommen habe, probier dich aus, tu das, wo du dich wohlfühlst und lass dir nichts aufzwingen. Das sind so die Punkte, wo ich sage, genau, genieße deine Sexualität,
genieße das homosexuelle Leben und vor allen Dingen genieße den Sex, den du haben wirst und den du vielleicht schon hast. Und bitte, bitte setz dich da draußen nicht unter Druck. Ja, mit diesen Worten würde ich das Video auch ganz gerne abschließen und euch noch einmal ganz, ganz herzlich danken. Die erste Gay-Session lief so, so gut, die 10 Folgen. Die könnt ihr alle quasi nochmal euch anschauen. Ansonsten lasst mir gerne einen Kommentar da. Und wenn euch das Video gefallen hat, einfach mal einen Daumen hinterlassen. Ganz, ganz wichtig, abonniert mich bei YouTube, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Auch noch die Glocke aktivieren. Ansonsten habe ich gar nichts weiter zu sagen, außer und tschüss.